Hallo und herzlich willkommen bei RISE, Monika Schmiederers Podcast für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Und heute ist hier ein Feiertag, denn heute dürfen wir einen Gast bei uns willkommen heißen, der nicht nur wie ein leuchtender Stern sozusagen tausenden Menschen vorausgeht, sondern der dabei aus genau dieser Ebene der Sterne eine Perspektive zu uns bringt, die sehr befreiend sein kann und die sehr umfassend ist. Sie ist Profi-Astrologin der neuen Zeit, Autorin, Vortragende, Seminarleiterin und ganz klar eine Mentorin und eine Quelle der Weisheit für viele. Und es ist mir eine große Ehre, dass du heute hier bei uns bist, liebe Silke Schäfer. Schön, dass du da bist. Monika, ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist mir eine große Ehre, dass du angefragt hast und dass wir heute miteinander diese kostbare Zeit teilen. So ist es, kostbare Zeit. Unser Leben hier auf der Welt ist ja begrenzt, auch wenn wir uns sehr bemühen, das zu verdrängen. Und in deinem Leben, liebe Silke, gab es eine Nacht in der Wüste von Australien, die quasi dein ganzes weiteres Leben geprägt hat und dich auch an den Punkt geführt hat, an dem du heute bist. Was ist in dieser Nacht passiert? Ja, ich erzähle das immer wieder gerne mal, weil das ist ein Drehmoment gewesen in meinem Leben, wie viele das von uns kennen, wenn du abkommst von der Spur. Irgendwann kommt das Universum und korrigiert und wirft dich dann auf die richtige Spur. Und das war in dieser Nacht. Ja, ich war dort in der Wüste Australiens allein. Ich hatte mit meiner Freundin zusammen eine Weltreise gemacht und so waren wir auch dort angekommen. Und wie es so ist, man hat ja keine Ahnung, was das Universum mit einem vorhat, aber ich stand wirklich das erste Mal in meinem Leben in der Galaxie. Ich war 29,5 Jahre. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mit Astrologie noch gar nichts zu tun. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Bei uns wurde sehr viel gearbeitet und sehr viel musiziert. Und Sterne oder überhaupt der weitere Blick war kein Thema. Und jetzt stand ich in der Galaxie. Und was passiert ist, das habe ich erst Jahre später so erfassen können. Dass in dem Moment war das viel zu groß für mich, weil dieser Kontakt und dieses wirklich physische Erleben dieser gigantischen Weite des Universums ohne künstliche Beleuchtung, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Das war eine Initiation und was ich erlebt habe, ist, dass mein gesamtes Körpersystem vollkommen durchgeknallt ist. Es war wie ein Feuerritt, der durch alle, ich weiß nicht, ob alle Chakren geöffnet wurden oder irgendwie sämtliche Zellen standen in Flammen. Und es war dieses Wiedererkennen schlussendlich, dass da draußen diese gigantische Weite und Schönheit unsere Heimat ist oder meine Heimat, wie ich das so empfunden hatte. Und das hat mich dann nachher aus dem Filmbusiness, wo ich dann lange tätig war, Film- und Fotobranche, dann nachher, als ich zurückkam in die Schweiz nach der Weltreise, dann in Richtung Sterne geführt, weil kurz danach, also erstmal kam ich in eine tiefste Krise, nach dem Motto, hey, was mache ich eigentlich auf Planet Erde? Ja? Und dann kam ich, als ich zurückkam in die Schweiz, direkt in Kontakt mit einer Astrologin, die mir empfohlen wurde. Und da ging es dann los mit Leben zweiter Teil. Leben zweiter Teil und ist sehr spannend. Ich finde auch, wie du eindrücklich, dass du da beschreiben kannst, diesen Moment dieser inneren Initiation, also diese komplette Begegnung mit der eigenen Wahrheit jenseits von Sprache, jenseits von Gedanken, einfach wirklich in dem kompletten Sein. Und ich finde es sehr, sehr spannend, weil diese Initiation ist ja quasi wie der Urknall dafür, in die eigene Selbstermächtigung zu gehen und die eigene Wahrheit dann auch zu leben, auch wenn das vielleicht am Anfang ein sehr, sehr holpriger Weg sein kann. Ich finde das sehr spannend und beobachte das gerade auch in den letzten Jahren ganz, ganz stark. Und ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren, immer wenn ich jemandem begegnet bin, der im Widerstand mit der Situation war oder mit sich oder mit seinem Job oder in so einer alles andere als selbstermächtigten Haltung sich gezeigt hat, habe ich von innen heraus immer den Satz bekommen, so, ja, du musst ja gar nicht.
habe das nie ausgesprochen, aber dann als Mitglied in deiner wunderbaren Community im April 2019 deinen Vortrag gehört unter dem Titel Du musst nicht mehr müssen. Und du hast gesprochen über Urvertrauen, über Verantwortung und wie wir das wieder aufbauen können. Und mir war dann ganz klar im April 2019, dieser Satz hat wirklich eine große Bedeutung auch für mich und ist ja jetzt in meinem neuen Buch, Finde Klarheit, die Headline für Regel Nummer 1. Und dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass das auch so sein darf. Dieser Satz heute, du musst nicht mehr müssen, ist ja eine größere Provokation denn je, weil was wir die letzten 1,5 oder 2 Jahre erlebt haben, ist natürlich ein enormes Programm sozusagen. Wie siehst du jetzt diesen Satz, dieses Du musst nicht mehr müssen heute? Also diese Provokation sehe ich da gar nicht drin. Allein schon deswegen, weil dieser Satz nicht aus meinem Gehirn kommt, sondern weil dieser Satz zu mir gekommen ist in dem Moment, wo ich die Qualität der Zeit angeschaut hatte für den Februar 2019. Das war der Moment, wo der Chiron, das Thema der Heilung, in das Zeichen Widder gewechselt ist. Und der Chiron ist von der Mythologie her der Kentaur, also die sozusagen die verletzte Seite in uns, halb Mensch, halb Tier, kennen wir in der Mythologie. Und Chiron hat eine Umlaufzeit von insgesamt 50 Jahren, wenn wir das beobachten aus der Sicht von Planet Erde, und hat eine Aufenthaltszeit jetzt im Zeichen Widder von 8 Jahren, also 2019 bis 2027. Und diese Widder-Energie ist ja die Energie des Anfangs und ist die Energie des Tuns und des Handelns und ist direkt gespiesen aus dem kosmischen Feuer, wie ich es immer nenne. Das Feuer, was in uns allen brennt, wenn man es nicht erlischt. Und dieses Feuer kommt automatisch direkt ab Quelle durch uns, eben durch den physischen Körper, wie ich das da auch in der Wüste erlebt hatte. Und diese Zeitqualität mit der heilenden Phase 2019 bis 2027, wo wir als Menschheit jetzt in einer neuen, ich nenne es immer Schulklasse, sind. Ich gucke ja von oben, also ich schaue ja von der Energie, was ist das energetische Programm und dann erst, was passiert quasi auf Planet Erde. Und deswegen ist es für mich keine Provokation, sondern es ist eine ganz normale, natürlich sich entwickelnde Ansage, quasi wie wir wechseln die Schulklasse und haben jetzt oder dürfen jetzt lernen, diesen Stress eben aus diesen müssen herausnehmen, sondern dass wir lernen, uns immer mehr zu entspannen. Und dafür waren selbstverständlich die letzten 2 Jahre oder 1,5 Jahre, sprich Lockdown, ein Segen für all die, die es vielleicht noch nicht kennen, sich mal zu entspannen. Für diejenigen war es vielleicht auch ein Problem oder ist es auch möglicherweise eine Provokation. Aber wenn wir mit diesen Energien sind und wissen, aha, das Universum bewegt sich immer in 2 Strömen, ja, die Bewegung und die Ruhe, also Ruhe und Aktivität. Und wenn wir nicht nur jetzt über 2 Jahre schauen, sondern über 6.000 Jahre, dann wissen wir, dass wir über 6.000 Jahre der Leistungsgesellschaft gefrönt haben. Wir nennen es ja auch noch so, ist ja irre. Und dass sich daraus natürlich Burnouts und schlimmer entwickelt, bis hin zum Erschießen, wenn man irgendwas nicht geschafft hat. Ja, CEOs haben eine Phase, wo CEOs sich reihenweise erschossen haben. Das ist jetzt eine Zeitqualität, eine sogenannte, ich würde mal sagen, korrigierende Zeit, oder wir nennen es einfach, das ist die nächste Schulklasse der Menschheit. Und wenn du fragst, wie ich das sehe für die letzten 2 Jahre, ich sehe es wunderbar, dass es sich so tatsächlich so formt auf Planet Erde, ist durch ein Virus, ja, und durch die Entscheidungen der Menschen, wie gehen wir damit um, dass wir mehr oder weniger jetzt nicht nur gezwungen wurden, sondern ja wirklich dazu eingeladen wurden, innezuhalten, mal zu Hause zu bleiben, mal Füße hochzulegen. Viele Menschen haben in irgendeiner Weise ihren Lohn sogar weiter bezahlt bekommen, wir Selbstständigen natürlich nicht, aber dieses sich entspannen, mal zu Hause sein und mal nicht mehr müssen, das mag für ganz viele Menschen etwas Neues sein, es ist aber auf der kosmischen Agenda ein ganz natürlicher neuer Schritt. Das Müssen loszulassen ist ja vor allem auch ein innerer Prozess, ein emotionaler Prozess, diese Kontrolle loszulassen und wirklich, wie du es auch in deinem Vortrag gesagt hast, zurück in dieses Vertrauen zu gehen und auch ins Urvertrauen. Wenn wir diesen Schritt nicht
vollziehen können und nicht zurück ins Urvertrauen finden, bleiben wir natürlich im Müssen, bleiben wir im Festhalten vom Alten, bleiben wir im Zurückwollen in Zustände, die vielleicht, und wie ich es aus deinen Vorträgen immer wieder entnehmen kann, sich auch Türen sich für immer geschlossen haben. Wenn wir uns das jetzt ansehen, dieses Urvertrauen in uns Menschen, das ja jetzt auch, gerade wenn wir sehr außenorientiert gelebt haben, sehr stark strapaziert wurde, Systeme zerfallen, alles ist neu, ist anders, ist ungewohnt. Wie kann jemand, der jetzt merkt, aus diesem Vertrauen rausgefallen zu sein und vielleicht sogar auch ein Stück weit innerlich gebrochen worden zu sein und nicht mehr an die eigene Wirksamkeit glaubt. Was kann so ein Mensch deiner Meinung nach jetzt am besten tun? Also wenn jemand nicht mal mehr an seine eigene Wirksamkeit glaubt, dann kann man nur noch, ich wollte gerade sagen, beten für diesen Mensch. Also es ist erstmal meines Erachtens nicht nur ein emotionaler Prozess, es ist vor allem ein mentaler Prozess. Die Kontrolle nicht verlieren wollen. Und die Kontrolle auf der Mentalebene ist natürlich gekoppelt mit den Emotionen. Das heißt, es fühlt sich nicht gut an, wenn ich nicht kontrollieren kann. Ja, das ist so der Weg. Und das ist das, was wir eingeimpft bekommen haben. Das war das Paradigma, das war unser Weltbild. Die Kontrolle, das war das sogenannte, wir können auch sagen, das patriarchale Weltbild, ohne jetzt den Männern irgendwie da ans Bein zu ginken, sondern das sind Zyklen, das sind große kosmische Zyklen erkennbar. Nach der matriarchalen Phase kam die patriarchale Phase und die hat mit Kontrolle zu tun, unter anderem auch mit Macht und mit Survival of the Fittest. Das sind alles Paradigmen, das sind Weltbilder, die so geformt wurden. Und wenn jetzt jemand nicht damit einverstanden ist, dann ist es wichtig für das Umfeld, dass wir, wenn wir Menschen in solchen Situationen haben, dass das Umfeld in Geduld und in Liebe bleibt. Weil es hat überhaupt keinen Sinn und Zweck, jemanden zu etwas zu zwingen, was er nicht ist oder was jemand, sagen wir so, noch von sich nicht erkennen kann. Weil schlussendlich ist es so, wenn wir mit diesen kosmischen Strömungen nicht mitgehen, sondern unser eigenes Ding machen. Und das ist ja das, ich muss etwas machen, ich muss etwas erreichen, ich muss das und das tun damit. Ja, das ist ja auch ein Pakt, das ist ja auch ein Deal mit dem Ego. Wenn jemand auf der eigenen Schiene unterwegs ist und das ist wie mit dem Autofahren, also ganz einfach, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und du kommst ab von deinem Weg, ja, irgendwann landest du auf dem Feldweg und am Schluss kommt dann die Klippe und dann fällst du runter. Und dann bist du entweder tot oder krank. Das heißt, es ist möglich, dass Menschen je nach Bewusstseinsstand auch an so eine Schwelle kommen, wie ich das erlebt hatte in der Wüste. Und auf einen Schlag plötzlich ist der Weg klar und sie gehen dann weiter mit dem Strom. Und wenn sie das nicht tun, dann, wie gesagt, dann irgendwann materialisiert sich die Energie so fest. Also es wird ja immer vom Feinstofflichen immer dichter bis im physischen Körper die Energie sich so verdichtet, dass wir das also als Krankheit bezeichnen. Wird man krank oder man stirbt. Und was kann jemand tun? Das ist das andere. Wenn jemand sich dafür interessiert, das ist ja überhaupt erstmal die Voraussetzung. Ja, es gibt ja Leute, die sich null und nichts dafür interessieren, die machen weiter wie bisher. Und wir sehen das dann an den Scheidungsraten, wir sehen das an den Todesraten, Suizidraten, wir sehen das an ganz vielen Trends. Und wenn jemand aber sich interessiert und sagt, Moment mal, irgendwas ist hier anders oder ich muss was ändern oder ich will was ändern, dann ist es wichtig, die Zeichen zu lesen. Ich sage immer, beginne die Zeichen zu lesen. Und ich arbeite ja mit Zeichen, ich arbeite ja mit Codes, ich arbeite ja mit Informationen aus dem Feinstofflichen. Und das muss nicht immer gleich das sein. Man kann auch die Zeichen lesen, wenn du ein Buch mal wieder aus dem Regal nimmst und du schlägst einfach mal wahllos auf und plötzlich siehst du genau den Satz, den du jetzt gerade brauchst. Und so können wir sehen, wenn ein Blatt auf deine Hand fällt oder wenn ein Vogel pfeift oder wenn die Glocken läuten. Aha, okay, das ist der Segen. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Wir können anfangen, ganz simpel und einfach die Zeichen, die um uns herum sind, zu beobachten. Denn das Universum spricht ja durch diese Zeichen zu uns. Und das kann ein Windhauch sein, das kann, also im Feinen,
Und je weniger ich höre, desto lauter werden diese Zeichen. Irgendwann kriegt man dann vielleicht mal wirklich einen aufs Dach oder, oder hat irgendeinen Unfall, um dann auf die Spur zu kommen. Also das wäre mal mein erster Hinweis, zu sagen, lese die Zeichen, die jetzt da sind im Feld und nimm die Wertung raus und beobachte nur mal die Zeichen. Und dann fühle im Körper, es ist immer so wichtig, im Körper, fühle im Körper, was es mit dir macht. Und dann schauen wir weiter. Du hast auch erwähnt in einem deiner jüngsten Interviews, dass Stress, Burnout, diese Krankheiten und diese tiefe Spaltung, die viele auch so dann in depressive Strukturen bringt, dass das Phänomene sind, die in der neuen Zeit keinen Platz mehr finden. Warum ist das so? Die neue Zeit hat mit der alten Zeit ja nichts mehr zu tun. Weil die neue Zeit definiert sich sozusagen aus einer anderen Bewusstseinsschwingung heraus. Ja, wir können ja andersrum. Wir haben hier auf Planet Erde alle Bewusstseinszustände anwesend in einer großen Spanne. Und zwar, ich sage immer, vom einfachen Gemüt bis hin zum Heiligen oder zur Weisen. Und die neue Zeit hat mit einer Bewusstseinsentwicklung zu tun. Viele Menschen sprechen jetzt ja auch von einem Bewusstseinssprung. Manche nennen das dann auch Polsprung oder Sprung in eine neue Dimension. Was ist das für eine Dimension? Wir sprechen von Dimensionen für unseren Verstand greifbar von der sogenannten dritten, vierten und fünften Dimension. Andere Leute bezeichnen andere Dimensionen oder sagen 12. oder 15. Schlussendlich ist die Definition gar nicht so wichtig, sondern nur, dass wir uns verständigen, weil wenn wir von Feinstofflichkeit sprechen, brauchen wir irgendwie einen Hinweis, einen Anhaltspunkt. Und in der neuen Zeit sprechen wir von der sogenannten fünften Dimension. Und die fünfte Dimension ist die Dimension, die jenseits des Egos geht. Das ist eine Dimension der puren Liebe, die in uns oder durch uns fließt. Das heißt, wir sind in Zuständen, wo man dann sagt, ja, das sind jetzt wieder die Esoteriker oder irgendwas, ja. Die Menschen, die sich mit dem feinstofflichen und liebevollen Anwesendsein hier auf Planet Erde bereits, sagen wir so, auskennen oder sich dieses Bewusstsein in sich bereits erweitert oder vergrößert haben. Und das ist eine Perspektive, jetzt die neue Zeit, eine Perspektive des Gemeinsamen. Wir erkennen uns als Gemeinschaft. Das ist wie in einer Familie, ob es eine Dreierfamilie ist oder eine Zehnerfamilie. Wir sind eine Familie und wir gehören als Familie, sind wir eine Einheit. Und so können wir das auf die Menschenfamilie hochrechnen, hochskalieren. Und dieses Bewusstsein ist in der alten Welt noch nicht vorhanden. Da ging es eben um Krieg oder es geht um Krieg. Es geht um die Mächtigsten zu sein. Es geht darum, die Kontrolle zu halten. Das sind alles Abspaltungen aus der Ganzheit. Und der Übergang in diese neue Zeit ist jetzt da. Das ist jetzt da und das hat auch damit zu tun, dass wir überhaupt erstmal lernen, nicht mehr zu müssen, ja, dass wir lernen, uns zu entspannen. Und in der Entspannung gehe ich jenseits meiner Gedanken. Unsere Gedankenebene limitiert uns auf, ich sage immer, auf unseren Erbsenverstand runter. Und wir haben jenseits der Gedankenwelt eine ganz andere Dimension, die ist sowas von umfassend, wie damals unter diesem Sternenhimmel, dieses Gigantische. Wir haben Zugang, wir haben Access, Zugang zu einer anderen Dimension, die viel größer ist als der Mensch mit seinem kleinen Erbsenverstand. Und in dieser Dimension wird der Blick weiter größer. Das ist die neue Welt. Da gibt es kein Konkurrenzdenken mehr. Und deswegen gibt es da auch aus dieser Perspektive kein Burnout mehr. Und diese Menschen sind durchgehend gesund, weil diese Verbindung wieder da ist mit den universellen Gesetzen, mit dem Kosmos, mit der Einheit als Familie, in der alles Platz hat. Alles darf sein. Es sei denn, also alles, ich sage jetzt mal, es gibt ja ethische Grenzen, aber alles nicht nur darf sein, sondern alles hat seine Berechtigung. Nichts wird ausgeschlossen, weil es gibt nichts im Kosmos, was außerhalb des Kosmos wäre. Und in dieser Sicht, das ist die Sicht der neuen Dimension, der neuen Welt, auch der fünften Dimension, es gibt noch mehr, wo wir uns nicht mehr als Konkurrenten sehen, sondern wo wir uns gegenseitig helfen und wo wir hier sind zum Dienen. Deswegen gibt es all diese Zivilisationskrankheiten dann einfach nicht mehr.
Du sagst, als Profi-Astrologin ist es natürlich unter anderem deine Aufgabe, genau an solche Gesetzmäßigkeiten und kosmische Wahrheiten zu erinnern und dementsprechend auch den Menschen eine Leitschnur zu geben und vielleicht vielen auch zu helfen, einer Intuition zu folgen oder auch diesen vielleicht manchmal noch widersprüchlichen Aufrufen von innen zu folgen, die im Außen vielleicht teilweise noch nicht verstanden werden oder Widerstand auslösen. Und die Anzahl derer, die sich öffnen für eine neue Perspektive und dementsprechend dann aber auch für ein neues Arbeiten, für ein neues Handeln, für ein neues Lehren und Lernen, die Zahl der Menschen wächst, ja. Und das Schöne ist, dass du sehr, sehr viele davon in deiner Community, in deinen Workshops, in deinen Vorträgen begleitest. Wenn wir jetzt diesen Blick dieser kosmischen Gesetzmäßigkeiten und Wahrheiten jetzt mal so ganz konkret in die nächste Zukunft stellen und sagen, ja, wie geht's denn jetzt weiter, so die nächsten 2, 3 Jahre? Was ist für uns als Menschen jetzt wichtig? Welche Lektionen dürfen wir lernen? Viele. Der Wandel ist ja ein immerwährender Prozess. Und die Themen, hast du recht, ja, genau, die wandern, die wechseln. Und das ist ganz einfach. Das ist jetzt im Moment haben wir das ganz große, große Thema der Kommunikation. Das merken wir allein dadurch, dass wir sehr viele Menschen jetzt online gegangen sind. Die Online-Anbieter haben ihre Einnahmen um ein Zehnfaches plötzlich erhöht in dieser kurzen Zeit. Das Thema Kommunikation, und zwar richtig zu kommunizieren, kraftvoll aus der Wahrheit zu kommunizieren, wäre so das Ziel dieser Schulklasse. Und die nächsten 2 Jahre ganz konkret, also ganz wirklich gerade auf den Punkt gebracht, ist das Thema unserer Werte. Das ist der nächste Schritt. Werte, das Wertebewusstsein, was ist mir, wir sprachen von kostbarer Zeit miteinander, die wir jetzt verbringen, dass wir lernen zu wählen, welche Schwerpunkte setze ich, welche Prioritäten setze ich wirklich, was ist mir wirklich wichtig, mit wem möchte ich wirklich zusammen sein und mit wem auch nicht. Das ist ganz wichtig, mit wem möchte ich nicht zusammen sein, nicht weil ich vielleicht diese Menschen nicht gern habe, sondern weil ich andere Aufgaben habe. Mit wem bin ich kompatibel oder nicht kompatibel? Es werden sich immer mehr Gleichgesinnte finden, immer mehr Gruppen, die, das ist jetzt ja schon erkennbar, die miteinander gemeinsam kreativ sein wollen und können, weil wir werden unsere Ressourcen anders anfangen wertzuschätzen. Der Klimawandel ist dabei nur ein einziger, also ein Tropfen auf den heißen Stein, dass wir durch das Thema des Klimas, was sich ja ändert, also nicht nur das Klima der Welt, sondern auch das Klima in einem selbst, in einem drin, dass diese Themen uns sehr darauf zurück, besinnen, dass wir fühlen lernen, was ist mir wirklich wichtig und was ist wertvoll. Und das ist das Thema der nächsten 2 Jahre. Wenn wir das runterbrechen auf die physisch dichteste Ebene, ist es das Geld. Das wird spannend. Im Finanzsystem wird es jetzt die ganz großen Umstrukturierungen geben. Das ist, viele Leute haben Angst vor der digitalen Welt, weil das Digitale, also wird auch im Finanzsystem Einzug halten, wie viel Manipulation da drin ist. Da kommen dann wieder die Ängste dazu. Will das Ganze uns jetzt versklaven oder nicht? Das sind sehr spannende Themen, die jetzt die nächsten, ganz, wenn du fragst, ganz konkret die nächsten 2 Jahre auf der kosmischen Agenda stehen. Und natürlich sind immer beide Energien wirksam, die Vorfreude, das Bewusstsein, dass sich auch gewisse Dinge ändern sollten auf diesem Planeten und werden und müssen sozusagen auch um als Menschheit sich zu entwickeln und im selben Moment natürlich die Ängste, die aufkommen. Wenn man dir zuhört und auch deine Sterne-News liest, immer spricht aus Silke Schäfer eine ganz, ganz große Klarheit. Wie gelingt es dir so als Mensch, du bist ja auch aus Fleisch und Blut gebaut, wie gelingt es dir in deinem konkreten Alltag in dieser Klarheit zu bleiben? Ganz einfach. Ich bin präsent. Hast du viel, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe, jetzt hat da eben die Haustür geklingelt, es kommt ein Postbote. Ich höre das, ja, ich höre die Haustür klingelt. In mir geht jetzt gerade natürlich, während ich dir zuhöre, geht jetzt das Signal los. Meine Assistentin, hat sie es jetzt gehört oder nicht? Sie hat es nicht gehört, sonst würde die Tür aufgehen. Ich bleibe aber ganz präsent bei dir, ja. Und in diesem Moment ist klar, der Postbote, ich muss jetzt nicht gerade wegrennen, sondern ich bin jetzt hier. Und ich bin ganz klar, ich halte einfach die sogenannte, man kann auch sagen Konzentration, aber das ist vielleicht auch für manche ein sehr anstrengendes Wort. Es ist die Präsenz. Und das ist ganz einfach. Guck, jetzt klingelt es nochmal. Ich weiß nicht, ob du das hörst.
Ja. Und diese Präsenz, die kann man üben. Wie hast du sie geübt? Bewusstsein. Es ist reines Bewusstsein. Wie habe ich das geübt? Das ist jetzt, du fragst also nach einer Methode. Es ist ja so, bevor wir mit einer Methode anfangen, ist ja da das Bewusstsein. Also die Energie ist ja zuerst da. Mhm. Und dann erst die Methode. Und die Energie, also das Bewusstsein ist, man muss sich dessen überhaupt erstmal bewusst sein. Und deswegen ist es so schön, dass du jetzt so ein Interview wie heute führst, dass wir uns darüber unterhalten können und Menschen vielleicht den einen oder anderen Input geben können, sich dessen bewusst zu werden, ja. Und erst wenn ich mir bewusst werde, aha, da klingt was an, dann kann ich anfangen, es zu üben. Dann kommt erst die Methode. Und es ist ganz einfach. Es ist, wie habe ich das geübt? Ich bin ständig dran, also auch jetzt, ich bin ständig dran zu beobachten. Wir sind ja nicht alleine unterwegs. Wir sind ja, ich sage immer ich und mein, da sagen, heißt das in Englisch, me, myself and I. Guck mal, es klingelt der Postbote nochmal. Sandra? Jetzt dreimal, wenn der Hahn dreimal klingelt, ja. Es hat dreimal geklingelt. Guck. Jetzt nicht gehört. So. Das heißt also, du merkst, ich bin sowohl bei Sandra gerade, ich bin aber gleichzeitig nach wie vor in der Konzentration. Ich bin connected. Das ist gerade eine gute Übung. Bin im Flow weiterhin drin. Und diese Connection ist ja nicht nur ich alleine, sondern wir sind ja mit mehreren Personen unterwegs. Wir haben ja dieses innere Selbst oder dieses höhere Selbst, das ist ja mit dabei. Und da gibt es das göttliche Selbst, das ist eine ganz andere Etage. Aber das ist etwas, was ganz, ganz früh schon mir bewusst wurde. Und das ist faszinierend. Das ist wie mit dieser Erfahrung in der Wüste damals in Australien, ist das sehr parallel, hat sich das eingebrannt. Weil ich weiß noch, ich war so vom Alter her so, dass ich gerade über den Tisch schauen konnte. Und ich weiß gar nicht, wie alt man da ist. Da ist man vielleicht 6 oder 7. Und ich schaute in dem Moment auf meine Füße. Und ich weiß noch ganz genau, dieser Moment hat sich so eingebrannt. Ich schaute auf meine Füße und ich fing an zu staunen als 6-jähriges Kind. Ich fing an zu staunen und habe mich gefragt, innerlich, ich habe mich gefragt, was mache ich in diesem Körper? Und das ist natürlich schon so, wenn man so ein kleines Kind sich dessen bewusst wird, das war faszinierend. Ich denke, was mache ich hier in dem Körper? Und das hat mich dann, natürlich eine gewisse Zeit war das dann wieder weg, aber das kam dann irgendwann, ich bin ja auch durch meine ganzen Entwicklungsschritte gegangen, habe sehr viel Ablösungsarbeit, sehr viel Schattenarbeit gemacht, sehr viel Vergebungsarbeit gemacht. Und dann irgendwann ist dieses Bewusstsein wird stärker. Und dieses Bewusstsein, dass ich ja diesen Körper nur bewohne. Aber es ist ja, ich bin ja die Bewohnerin in diesem Körper und ich kann beobachten von innen. Und ich sage immer in meinen Trainings immer wieder, wir schauen mit den Augen der Quelle, auch bei der Ausbildung oder wenn ich Astrologie unterrichte. Wir kommen nicht nur vom Kopf, dass wir wissen müssen, wie gehört das alles zusammen, sondern lass uns die Synthese erschauen. Und wir schauen, ich sage immer so von hinten durch die Augen nach vorne, wir haben ja noch ein drittes Auge, mit dem können wir dann gucken. Es ist dieses Beobachten von innen, dass ich mich selbst beobachte, wie mein Ich in Erscheinung tritt. Also mein Selbst, ja, mein höheres Selbst, das hört jetzt, während ich zum Beispiel spreche, höre ich mir beim Sprechen zu. Und mitunter, wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Talk gebe, das war ganz faszinierend, ich stand mal irgendwo in Düsseldorf, habe ich da vor einer ganz großen Gruppe von Lehrern mal gesprochen, Lehrer, Lehrerinnen. Und ich hatte ja keinen Plan. Ich bin auf die Bühne und habe angefangen zu sprechen. Und plötzlich sprach ich über meine erste Ausbildung. Und habe ich mir zugehört, wie ich gesprochen habe, wie es hier vorne rausspricht. Aber ich habe mich beobachtet und ich habe mich, während ich gesprochen habe, gewundert, wieso spreche ich jetzt über diese Ausbildung? Aber ich habe gedacht, okay, dann spreche ich mal weiter. Und habe dann nachher selber mir zugehört und gestaunt. Ah, spannend. Deswegen habe ich diesen Bogen gemacht. Das heißt, ich lasse laufen. Ich bin präsent, ich beobachte. Und wenn du von Klarheit sprichst, ja, es ist auch so, dass irgendwie der Faden bleibt dadurch durch die Präsenz meistens vorhanden. Man kommt ja so aus dem Dings raus, jetzt wenn der Postbote klingelt, wenn ich dann abgelenkt bin und an was anderes denke. Aber wir können es üben. Wir können üben, präsent
zu sein und zu beobachten. Und das Schönste finde ich, oder mit das Schönste finde ich, wenn, du hattest jetzt von der Sprache gesprochen, wenn etwas durch mich spricht oder wenn ich einen Vortrag halte oder wenn wir uns unterhalten, es ist ja das hier, was hier vorne rauskommt, ja, das Wort. Natürlich kommt noch ein anderes dazu, Atmosphäre und Gefühle und Hingabe und all das. Aber das Wort selbst, das wird ja geformt. Und wir formen das im Mund. Und das sind so einzelne Schritte, wenn du fragst, wie habe ich das geübt? Ich habe durch das Beobachten plötzlich, das ist schön, das ist eben 5D, das ist die neue Welt. Ich habe durch das Beobachten plötzlich gesehen und gefühlt, wie sich meine Worte im Mund formen. Das heißt, ich habe dann erkannt, und das ist mit dem Public Speaking, ist das angefangen zu deutlicher zu werden, deutlicher fühlbar zu werden für mich. So geht das. Wir haben so viel zu lernen, weißt du? Wir lernen noch so viel. Aber plötzlich habe ich verstanden und gefühlt, ich kann meine Worte, die hier vorne aus dem Mund kommen, formen. Und da gibt es mitunter Worte, die sind schon ganz vorne am Mund, auf der Zunge. Man sagt ja, das Wort liegt einem auf der Zunge. Und da fühle ich, dass das Wort nicht gut ist. Und dann spreche ich es nicht aus. Und das ist reine Trainingssache. Also wenn man so will, jetzt nicht ständig muss so verkrampft gucken, sondern das ist Spiel, das ist Spiel. Und so habe ich das im Laufe der Zeit, bin ich ständig dran am Üben und es geht immer weiter. Das hört nie auf, das ist faszinierend. Du bist ja auch Autorin, schreibst Bücher, schreibst deine Sternen-News, also man spürt ja auch in deinen schriftlichen Texten diese Klarheit oder diese Anbindung auch an diese Quelle. Wenn du diese Sternen-News schreibst, wenn du dich vorbereitest auf Vorträge beispielsweise, wie läuft für dich so dieser schöpferische Prozess ab? Immer das Gleiche. Also früher habe ich mich wahnsinnig lange vorbereitet. Was habe ich da alles für meinen Verstand gebraucht, um mich sicher zu fühlen? Und dann kam so im Laufe der Zeit immer mehr, dass ich verstanden habe, dass der Weg, der sich so vor mir auftut und den ich beschreite, ein Trainingsfeld ist. Und ich kenne ja mein eigenes Horoskop und ich sehe ja auch, dass ich Aufgaben habe, nun mal in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein. Das war ja nicht immer so. Und das war ja, früher war ich ja ein ganz total verschüchtertes Kind hinten in der Ecke. Und dieser Weg in die Sichtbarkeit, das ist Teil meiner, also es ist ein wichtiger Teil meiner Bestimmung. Und so habe ich dann, während ich das immer wieder auch geübt habe oder gesehen habe oder wie ich das mache, wie ich das schreibe, erkannt, erstens mal ist es anstrengend, wenn ich meine Gedanken verlangsamen muss. Also Schreiben, das kennst du ja auch, du schreibst ja auch sehr viel. Schreiben ist ja das Geistige in die Form hineinzubringen. Und da gibt es mitunter Leute, wenn man hört, ich habe ein Buch in 2 Wochen volle Kanne gerade durchgeschrieben oder man sagt ja heute auch gechannelt, dass es so hindurchfließt. Mich haben solche Menschen immer wieder fasziniert, die wirklich ganz, ganz tiefe Weisheiten einfach so auf den Punkt bringen. Und für mich war das ein Weg, dieses Schreiben. Erstmal habe ich als Kind schon alles, also seit ich einen Stift halten kann, schreibe ich. Erstmal waren das Tagebücher und dann waren das nachher Schülerzeitung und immer wieder Reiseberichte. Ich habe immer geschrieben, also da ist schon eine Leidenschaft drin und die Freude, auch ich als Waage geborene, Merkur im Zeichen Waage, die schöne Artikulation der Worte, das ist meins, das ist mein Instrument. Und dann kam es so nach und nach dazu, dass sich eben über das Schreiben dann auch sich Leute gemeldet haben, sagt, du kannst du da mal mehr draus machen und so weiter. Und dann aber, wenn ich diesen Schöpfungsprozess, wo ich dann bewusst eingestiegen bin, wo ich gemerkt habe, das gehört ja zu meiner Aufgabe und dann mich auch hinzusetzen, das braucht erstens mal ganz viel Disziplin. Ja. Und Schreiben, sage ich immer, ist ein einsamer Weg. Das ist mein Weg. Also es ist ein Weg, da kann ich nicht 5 Leute fragen, was hältst du davon oder schreib du mal einen Teil. Ja? Also es gibt ja auch Ghostwriter, das habe ich ein einziges Mal, habe ich das Angebot mal angenommen. Ich habe sofort wieder aufgehört, weil ich sagte, das geht nicht. Ich kann kein Ghostwriter das schreiben lassen, was durch mich kommen möchte. Also es braucht sehr viel Disziplin.
Es braucht körperliche Fitness, weil Schreiben ist ein Prozess. Ich sitze meistens dabei mitunter. Ich arbeite nicht gerne im Stehen. Es gibt ja auch Stehpulte. Aber mitunter liege ich auch so in der Lounge. Ja, dann habe ich den Laptop auf den Knien. Das geht auch gut. Es braucht einfach Disziplin. Es braucht immer wieder ein Bewusstsein, auch wenn es zum Beispiel um eine Deadline geht, wo es heißt, dann und dann ist Veröffentlichung, dass ich auf dem Punkt dann fertig bin. Diese Verpflichtung, die ist ganz stark da, dass ich auch pünktlich sein möchte, weil das ist ja auch dann ein Versprechen und eine Wertschätzung meinem Publikum oder den Lesenden gegenüber. Und der Schöpfungsprozess ist der, dass ich dann mich einlasse auf den Moment, wenn ich bereit bin zu schreiben. Also das kann abends um 11 sein, dass ich merke, oh, jetzt habe ich eine coole Idee, jetzt setze ich mich dran. Oder wenn es bei den Sternen-News ist, das sind meistens 2 Tage, wo ich mit diesen ganzen Recherchen dann beschäftigt bin, die ganzen Zeichnungen verknüpfen. Das ist nicht nur Schreiben, das ist auch sehr viel Verknüpfungen in der Welt, was passiert gerade, dass ich den Bogen gestalten kann, um es dann schriftlich zu formulieren, die richtigen Bilder habe, die Horoskope ausdrücke. Und da bin ich so, dass ich eine Struktur brauche. Dass ich weiß, die 2 Tage sind jetzt für das reserviert. Meistens kommt noch wieder was anderes dazwischen. Und dann lasse ich mich ein und setze mich hin. Und das ist wie bei einer Leinwand. Ich kenne sehr viele Menschen aus dem künstlerischen Bereich. Ich war auch lange mit einem Künstler verheiratet. Und es ist wie immer der gleiche Prozess. Oder auch der Moritz Schneider, der Musiker, mit dem ich zusammenarbeite, ist immer das Gleiche. Es ist, zu Anfang ist die Leinwand sozusagen leer und dann kommt plötzlich das Bild. Und das ist beim Schreiben auch, ich setze mich hin, ich habe null Ahnung, was ich schreibe, vielleicht so ein bisschen. Und beim Schreiben schöpft es. Mhm. Und das war die Frage zum Schreiben. Und da war dann eine Frage zum Sprechen. Wenn ich öffentlich spreche, habe ich mich früher auch lange, 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 viele Wochen auch auf einen Vortrag vorbereitet mit PowerPoint-Präsentationen. Die habe ich sehr reduziert heute, bis gar nicht mehr, sondern heute bin ich wirklich in diesem Vertrauen und gehe in diesen Moment des Einverstandenseins, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn ich das Mikrofon angeschaltet ist, wenn die Scheinwerfer angehen, wenn die Menschen zuhören oder da sind und ich in die leuchtenden Augen schauen darf, weil sie vielleicht etwas Neues erfahren möchten, dann bin ich in einem Feld drin und dann entstehen Bilder. Das ist übrigens beim Schreiben auch der Fall. Es ist nicht so, dass ich mir da was ausdenke oder irgendwas suche. Wie war das noch? Was wollte ich noch erzählen? Sondern ich schalte wie um. Das ist so ein ganz natürliches Ding. Ich schalte um auf die Bildebene. Und dann ist es mitunter so, wie vorhin, als ich erzählte, plötzlich erzählte ich von meiner Ausbildung, weil das Bild einfach da ist. Und das ist spannend, was dann läuft. Das habe ich auch sehr früh angefangen zu beobachten. Die Bilder, die Bildebene ist viel voller an Informationen als das, was ich erzählen kann. Deswegen habe ich zu Anfang noch wahnsinnig schnell gesprochen. Da habe ich mich auch sehr disziplinierend gelernt, langsamer zu sprechen. Ist gar nicht einfach. Ich habe viel Feuer- und Lufttemperament. Aber die Bilder, die dann durchziehen, ich erzähle nur, wenn ich öffentlich spreche, ich brauche nur die Bilder beschreiben, die ich sehe. Und das ist etwas, was ich wirklich immer wieder auch sehr, sehr gerne mitgeben möchte in die Familien hinein, mit Kindern oder auch wenn du selber als Erwachsener dir den Raum gibst, dass diese Bildebene, dass wir die nicht abwürgen sollten. Bei mir ist das während der Schulausbildung extrem gekillt worden. Also wirklich, wir sind voll auf die Verstandesebene gedrückt worden. Kennst du sicherlich auch, weil dieser ganze künstlerische Aspekt, die rechte Gehirnhälfte, ja, das Kombinierende, das Bildhafte, das musikalische Bewusstsein, dass wir das hochhalten und pflegen. Und dann kannst du wirklich immer mehr, ich sage jetzt auch mal, aus den Bildern heraus schöpfen oder vielleicht aus der Quelle, wie immer man das nennen möchte. Ja, das ist ein sehr schöner, schöpferischer Prozess, aber ich musste den auch erst lernen. Und ich lerne das immer durch Beobachten und Anwenden. Wenn man dir zuhört, ich kann sehr, sehr viel sehr gut nachvollziehen, auch aus meiner eigenen Arbeit. Wenn ich dir zuhöre, höre ich auch so quasi diese lebendige Meditation, wenn dann die Meditation quasi zum Alltagsbewusstsein wird.
Und Meditation ist ja einer der auch ganz, ganz wesentlichen Aspekte deiner Arbeit. Seit vielen, ich glaube über 20 Jahren, gibst du zu jedem Vollmond eine Vollmond-Meditation und mittlerweile auch virtuell, gemeinsam mit Musik von Komponisten Moritz Schneider. Wann und wie ist die Meditation jetzt tatsächlich in dein Leben gekommen? Jetzt fragst du mich was. Ich habe die Meditation bewusst kennengelernt während der Ausbildung als Astrologin, weil meine Ausbildnerin, die Luise Huber, diese Meditation zum Vollmond durchführte und uns Astrologiestudentinnen und Studenten immer eingeladen hatte. Das waren ja offene Abende. Und da bin ich immer hin. Und ich war sehr fasziniert. Und ich war sofort, ich habe durch sie, durch diese Gruppe, damals, es waren so kleinere Gruppen oder auch größere, je nach Anlass, war ich so bewusst, wurde ich geführt durch meine, ich sage jetzt mal Meisterin quasi, ja, in diese Welt hinein, ganz bewusst. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Und dann war was Spannendes. Sie hatte das 40 Jahre lang geführt, die Luise Huber. 40 Jahre, jeden Vollmond. Und das war immer ein sehr feierlicher Akt. Und für mich war diese Feierlichkeit, dieses Heilige da drin, war so kostbar. Ich bin immer, egal wo sie war, immerhin jeden Monat physisch, ja. Und dann kam ein spezieller Moment, weil Luise war müde nach 40 Jahren. Und dann hat sie mich angesprochen, ob ich von ihr diese Tradition der Meditation zum Vollmond übernehmen möchte. Und damals war ich voll geflasht. Ich, wieso fragt ihr mich? Weil sie wollte nach 40 Jahren das abgeben. Und sie hat nur gesagt, sie hat mich beobachtet, dass ich sehr, soll man sagen, sehr, sehr gewissenhaft und wirklich energetisch wohl sehr verbunden teilgenommen hatte immer. Das war nicht nur eine Pflichtübung, sondern ich war das wirklich. Und da hatte ich total Angst, als sie mich fragte. Ich glaube, sie, meine Meisterin fragt mich, ja. Also das war ja noch andere Zeiten damals, die sehr, sehr schön sind, das jetzt zu reflektieren. Und dann hatte ich mich mit meinem damaligen Mann abgesprochen und gesagt, du, Luise hat angefragt, ich finde das spannend, aber was machen wir? Und er hat dann, weil wir hatten eine kleinere Wohnung, und dann hat er eingewilligt, dass wir dann einen unserer Räume einmal im Monat zur Verfügung stellen. Und dann habe ich angefangen. So bin ich angefangen, die Meditation von ihr übernehmen zu dürfen. Und zu Anfang muss ich sagen, das war ganz lustig, ich habe ihren Stil kopiert. Und da hat dann mein Mann damals irgendwann gesagt, du kopierst Luise. Und ich habe, oh, stimmt. Das gehört übrigens auch noch zu dem Teil des Wandels jetzt, dass wir unbedingt darauf achten dürfen, wenn ich sage, lerne die Zeichen lesen, dass wir auch auf das Feedback der anderen hören sollten. Nicht nur auf das, also das Edge, Badge und das Destruktive, das meine ich nicht, sondern auf das Miteinander, das Wohlwollen, das Konstruktive, weil die anderen sehen uns immer noch mal anders und wir lernen so viel. Und als damals mein Mann sagte, du kopierst Luise, bin ich aus allen Wolken gefallen, sagte, um Gottes Willen, ich muss meinen eigenen Stil ja finden. Und so bin ich dann weitergegangen und dann das alles andere ist dann ja Geschichte bis heute. Die Geschichte ist wunderbar, auch teilnehmen zu dürfen, da mitzugehen in deinen Ausführungen und in deinen Vorträgen. Wenn wir jetzt natürlich in diesem großen Wandel stehen, wenn wir aufgerufen sind, wirklich auch ganz, ganz vieles zu verändern, mitzugehen, loszulassen, aus dem Müssen rauszutreten, welche Rolle, da gibt es eine Kraft, die du immer wieder erwähnst, die Lilith-Energie, die ja diesen Mut und dieses sich nicht beherrschen lassen ausdrückt. Welche Rolle spielt diese Kraft die nächste Zeit? Ja, eine ganz entscheidende. Eine ganz entscheidende. Und vielleicht kann ich das doch noch ergänzen von wegen Meditation. Es war ein ganz wunderbarer, heiliger Moment, der Moment, wo Moritz Schneider so in mein Feld kam und wir miteinander dann plötzlich auch fühlten und erkannten, dass wir unsere Felder zusammenlegen sozusagen und dann entsteht was ganz, noch was Kraftvolleres. Und das hat auch mit dieser Lilith-Kraft zu tun, dass wir in dieser Urkraft sind, auch jetzt für die, weil du fragtest, für die kommende Zeit, diese Urkraft, die wir auch freilegen mögen mit der Meditation selbst oder mit unseren Meditationen durch Musik und Wort, weil diese Konditionierungen, die wir alle kennen,
Ja, du darfst dieses nicht und du musst das nicht und dann kuschen wir und dann sind wir nicht wir selbst. Wir sind so angepasst, wir sind so von unseren Vorfahren, ja, auch aus der Historie so gewachsen sind wir so in Feldern drin, in Bildern drin, eben in dieser alten Welt, in dem 3D-Muster, das total auf Angst aufbaut, dass wir gar nicht in dieser Kraft sind. Und wenn jemand in diese Kraft kommt oder diese Kraft anwendet, diese Urkraft, die einfach da ist, ja, dann gibt es meistens erstmal Konflikte. Dafür war die Pipi-Langstrumpf-Phase eine ganz wichtige. Die Astrid Lindgren als Autorin ist ja eine Skorpion geboren. Und Skorpion ist ja immer das Thema der Wandlung. Und sie hat ja einen Archetypen geschaffen damals mit der Pipi-Langstrumpf, die unglaublich reinigend war und ganz wichtig für ganz viele Familien, weil das ist eben das Mädchen, was lustvoll, das ist noch wichtig, ja, anders ist und stark ist und sich nicht beeindrucken lässt und ihren Weg geht. Und dann hat sie so komische Zöpfe und sie lacht darüber, haha. Und das ist so diese Lilith-Kraft, die sich niemand traute, weil über tausende von Jahren dieses Kraftvolle, dieses Selbstbestimmte und nicht unbedingt das Selbstermächtigte, aber dieses Selbstsichere und Bewusste, Lustvolle, Natürliche, das wurde sehr unterdrückt, weil das hat viel mit Weisheit zu tun gehabt. Und die weisen Frauen und Männer wurden ja alle unisono verbrannt oder irgendwie öffentlich gelyncht, weil es gab Strömungen in der Geschichte, das gibt's immer noch, aber es gab Strömungen, die versuchten, ihre Macht aufrechtzuerhalten und haben dann diese Urkraft, die einen Mann insbesondere Angst machen kann, diese Lilith-Kraft, wenn es um die Sexualenergie zum Beispiel geht, das ist ja auch eine Urkraft, diese Kraft so zu unterdrücken oder wegzumachen. Dadurch sind übrigens so, by the way, sind die Ehebetten entstanden. Ja, das ist ja ein Symbol der Kontrolle. Ja, und zwei Schlafzimmer haben zu können, ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dieser Kraft Raum zu geben, dass wir nicht unter Kontrolle sind des anderen. Das nur so am Rande. Also diese Kraft, diese Urkraft des, ja, man sagt auch unbändig oder eben unangepasst, wird jetzt im Moment in dieser wichtigen Phase 2020, 2021, nach dem Motto, du musst nicht mehr müssen, wird jetzt sehr stark herausgeholt, weil es geht darum, sich nicht mehr den Mund verbieten zu lassen. Und mit der gigantischen Pressezensur, die im Feld ist, dass viele Videos gelöscht werden, dass viele Menschen denunziert werden. Das ist ja nichts anderes als ein virtueller Scheiterhaufen heute. Das hat sich jetzt ein bisschen verlagert aus der Inquisitionszeit in die Moderne hinein, dass das jetzt eine Phase ist, wo wir Menschen diese Kraft lernen, damit, dass die da ist, dass ich erkenne, ich lasse mir doch nicht den Mund verbieten. Nicht? Wenn jetzt die gesichtslosen großen Firmen, ja, die Giganten der Welt, die Tech-Giganten uns sagen, was wir denken dürfen und was wir nicht denken dürfen, indem sie entscheiden, wer immer das auch ist dahinter diesen großen Signeten, der sagt, das Video darf nicht gezeigt werden, weil es uns nicht passt. Und das ist jetzt eine, das ist jetzt, das, jetzt kann man sagen, das ist eine Provokation, ja, gegenüber der Freiheit der Menschen, gegenüber der freien Gedanken der Menschen, gegenüber der freien Meinungsäußerung, ja, gegenüber unserer Grundrechte. Und das ist jetzt eine Phase, das spüren wir, also viele, vielleicht nicht alle, manche sind ja auch einverstanden damit, mit dem betreuten Denken. Aber diese Phase ist jetzt da und provoziert Menschen im Sinne von, willst du wirklich dir den Mund verbieten lassen? Und das fühlt sich einfach nicht gut an im Körper, wenn ich etwas zu sagen habe, aber ich traue mich nicht, also ich halte meinen Mund, ja, und ich mache die Augen zu und alles und hoffe, ich komme da irgendwie durch. Und deswegen ist diese jetzige Phase der des Kommunikationstrainings, des kosmischen Kommunikationstrainings, insbesondere eine ganz kraftvolle Zeit für das Lernen mit dieser Urenergie, dieser Lilith-Energie, sehr stark in den Frauen, auch künstlerisch sehr stark in den Männern vorhanden, dass wir lernen, diese Kraft wieder zu nehmen und zu widersprechen. Also ich lerne widersprechen oder ich lerne widersprechen, man kann beides sehen. Und dass ich diese Kraft, wenn Widerstände im Feld sind zum Beispiel, sehr gut spüren kann, also wir alle,
Will ich das oder will ich das nicht? Das hat mit, du musst nicht mehr, müssen nichts zu tun. Das ist ein anderes Thema. Sondern hier geht es um die Freiheit des Geistes. Hier geht es um deine Urkraft, die durch dich als schöpferisches Wesen ganz natürlich fließt. Und jetzt gebe ich eins obendrauf und sage, dass diese Urkraft ja nicht nur im Menschen fließt, wenn sie in uns nicht fließt, wenn wir sie unterbinden, unterdrücken aus Angst, ich könnte meinen Job verlieren, wenn ich da meine Meinung sage. Diese Urkraft ist gleichgesetzt oder setzen wir gleich mit der Urkraft von Mutter Erde. Und Mutter Erde ist eine Wesenheit, ist ja kein toter Planet irgendwie, sondern das ist ja auch eine lebendige Entität, wurde ja auch geschöpft und wird irgendwann wieder vergehen. Und Mutter Erde ist sehr dynamisch unterwegs in Form von Wirbelstürmen, in Form von Regenflut, in Form von Vulkanausbrüchen und mehr. Und jetzt machen wir die Analogie, sobald wir Menschen in uns diese Urkraft nicht zulassen, wird Mutter Erde, und das sage ich ganz bewusst, wird Mutter Erde antworten mit sogenannten Naturkatastrophen. Klimawandel hin oder her, wir erschaffen durch unsere Gedanken und durch unsere unterdrückten Gefühle diese Kraft, die irgendwo sich zeigt. Und wenn wir sie nicht leben, lebt Mutter Erde diese gigantische, gigantische Urkraft. Aber niemals, niemals aus meiner Perspektive, um uns zu vernichten, sondern nur um alles wieder in Ordnung zu bringen, um diese Kraft anzuerkennen und sie zu leben, und zwar als Weltgemeinschaft. Und das dauert sicherlich noch ein bisschen, bis die ganze Welt, die ganze Menschheit, als ganze Menschheitsfamilie sich dessen bewusst ist. Du arbeitest mit deiner Arbeit jeden Tag daran, dass die Anzahl dieser Menschen ansteigt sozusagen, teilst deine Beobachtungen, teilst deine Einsichten. Wenn du jetzt zu uns schaust, zur Menschenfamilie, wie du es so schön nennst, was wünschst du uns? Liebe. Liebe ist die stärkste Kraft auf Planet Erde und im Universum. Und es gibt auf Planet Erde in der sogenannten alten Welt, also im 3D-Denken, gibt es diese zwei Kraftströme. Und die eine Kraft ist die Liebe und die andere ist die Angst. Ich habe übrigens, das ist auch noch spannend, gell? Mein erstes Buch habe ich über die Liebe geschrieben, mein zweites Buch habe ich über die Angst geschrieben, ohne dass mir das bewusst war, dass es ja über die zwei großen Kraftströme geht. Ich wünsche den Menschen, die Liebe wieder zuzulassen. Das heißt, es geht hier um ein Bewusstsein, sich jeden Moment, nicht nur jeden Tag oder einmal im Jahr in den Ferien oder nach der Pensionierung, sondern jeden Moment sich zu entscheiden für die Liebe. Und die Liebe ist das verbindende Element unter uns. Und das ist auch der Weg in diese sogenannte neue Welt, auch in diesem 5D-Bewusstsein. Die Liebe ist magnetisch und führt uns zusammen. Die Liebe hat dich und mich jetzt auch zusammengeführt, dass wir miteinander jetzt dieses Interview schöpfen können. Die Liebe ist in der Physik, nennt man das Gravitation. Ja, da fällt sozusagen, kommt alles so zusammen, werden wir überhaupt gehalten auf Planet Erde. Und diese Liebe wünsche ich den Menschen, sich wieder darauf zu besinnen, dass wir aus der Einheit kommen. Weil Liebe führt zusammen in das Einheitsbewusstsein. Und dann fällt auch mehr und mehr in der neuen Welt selbstverständlich das Spaltende weg. Weil wenn ich mich für die Angst entscheide und sitze auf meiner Angst und in meinem Feld, wo ich mich nicht traue, irgendetwas zu sagen und vielleicht dann eben mit in einer Partnerschaft dann einen Weg gehe des faulen Kompromisses oder dass man sich nicht wohlfühlt, das ist dann aus der Angst gespiesen, das ist ein anderer Weg, den kann man auch gehen, aber man sollte sich dann wirklich nicht beschweren, wenn es dann auch schwer ist. Also ich wünsche uns allen die Rückverbindung ans Herz, an die innere Quelle. Und da muss man nicht irgendwo in die Wüste Australiens gehen, um sich berühren zu lassen von der Galaxie. Das kann man auch machen. Aber es ist jeden Moment so. Also sobald auch das Kind kotzt, ja, und da habe ich einige Momente erlebt,
und dass das gerade ein Strich durch deine ganze Abendplanung machst, bist gerade im Abendkleid und denkst, oh Backe, jetzt muss ich umplanen, dann bleibe auch dann in der Liebe. Es sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo wir das im Alltäglichen sofort, aber sofort, von jetzt auf gleich anwenden können und sollten. Und das ist eine Frage des Bewusstseins. Ärgere ich mich, dass das Kind jetzt gerade kotzt und mein Abendkleid verkotzt ist und ich zu spät komme oder absagen muss? Oder sehe ich im Moment, sehe ich das, was jetzt ist? Das Kind hat gekotzt und dafür kann es nichts, sondern es ist, wie es ist. Und diesen Moment, was immer, es kann auch schöne Momente sein, ich habe jetzt zum Beispiel gebracht, diese Momente wirklich so zu sehen, wie sie sind und dann aus der Liebe heraus in die Bewegung gehen und nicht aus dem Zorn oder aus der Strafe oder schlimmer. Und wenn wir das praktizieren, das wünsche ich wirklich jedem, auch wenn die Umstände noch so schwierig sind, auch wenn man jetzt in Kurzarbeit kommt, auch wenn jetzt die ganz große Welle der Insolvenzen kommt, dass wir wirklich uns bemühen, in der Liebe zu sein. Und dann passiert etwas anderes. Dann passiert etwas, wenn wir das üben. Wir bauen ein Energiefeld auf, und zwar durch die Konstanz, ja, in der Liebe zu sein, auch wenn die Prüfungen noch so groß sind. Und wir müssen nicht immer alles toll finden, das meine ich nicht mit Liebe, sondern den Moment halten als der, der er ist, und nicht zu urteilen. Und dann entsteht etwas anderes. Du wirst auf eine neue Art magnetisch. Und dadurch kommen andere Dinge zusammen. Dadurch schreibst du selber für dich eine neue Geschichte. Du gestaltest deine Zukunft in jedem Moment neu. Und du kannst die Zukunft mit dem Weg der Angst gestalten. Dann kannst du dir vorstellen, was das gibt. Du kannst den Weg der Liebe beschreiten. Aber dafür musst du nicht warten. Du musst auch keine Ausbildung machen. Du kannst sofort jetzt beginnen. Und dieses Bewusstsein wünsche ich uns allen. Insbesondere auch zum Wohle von unseren Kindern, die ja unsere Zukunft sind. Es ist wunderschön und auch ein wunderschöner Abschluss unseres Gespräches, liebe Silke. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einblicke, für deine Perspektiven, deine Beobachtungen. Und freue mich natürlich gemeinsam mit Silke auf deinen Kommentar zu diesem Gespräch und was du jetzt für dich mitgenommen hast aus diesem wunderbaren Austausch. Lass es uns wissen in den Kommentaren, und wenn du noch tiefer eintauchen willst in die Arbeit von Silke Schäfer, ist selbstverständlich ihre Webpage und ihre Community unten in der Beschreibung verlinkt. Und damit sage ich zu dir, bleib entspannt, bleib in deiner Klarheit und lebe dein kraftvollstes Leben. Denn wir sind so viel mehr als müde Konsumenten und gestresste Follower. We are creators. Leben wir auch so. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und sage bis bald. Deine Monika.